Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind nach wie vor noch auf Gratans Anwesen unterwegs. Und bevor wir uns gleich in seine Privatgemächer aufmachen, schauen wir noch mal ganz kurz in die Lagerhalle. Da hatten wir letzte Episode eine Kleinigkeit. Vergessen, was treiben die alle hier? Habt ihr kein Zuhause? Da kann man nicht mal in aller Ruhe eine Anmoderation machen und hier mal durchs Gemüse stapfen. Zack, hat man wieder die Anfänger am Hals hängen. Na gut, damit kommen wir klar. Ist nur ein bisschen lästig. So, wir müssen ins obere Geschoss. Wir waren hier und haben mit dem Schüler gequatscht. Auf der anderen Seite war aber auch noch was los. Hatte ich beim letzten Mal verpennt. Doof das. Ich glaube, wir sind hier am schnellsten, wenn wir tatsächlich mal die Rampe benutzen. Es gäbe vielleicht die Möglichkeit, hier von der Kiste aus die anzuspringen vom unteren Stockwerk, aber wir sind nicht Batman. Ist ja kein Grund, das Ganze übermäßig kompliziert zu machen. Na, Wett. Du musst nur rumstehen, schön aussehen und mit dem Blaster ein bisschen in die Landschaft ballern. Den Rest mach doch ich. Von wegen harter Arbeit. Das war's schon. Und dafür mussten wir jetzt hierher zurück. Ist ja super. Miau. Jetzt weiß ich auch, wo wir da noch hin müssen. Gut, das schieben wir jetzt noch schnell dazwischen. Denn da müssen wir sowieso wieder hierher zurückkommen für diese Quest. Und dann haben wir das auch erledigt. Nehmen wir halt noch ein paar Droiden auseinander. Beziehungsweise wir können ja auch mal schauen, ob wir uns hier irgendwie durchmogeln können. Ohne noch so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Sollte ja nicht so schwer sein. Hin und wieder laufen ja hier auch noch andere Spieler rum und räumen ein bisschen auf. Na super. Gut, im Moment hat Wett noch die ganze Aufmerksamkeit. Hatte. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Bei dem Durchschleichmanöver auch noch die größte Gruppe hier gepult. Hey! Hey, dich selber! Mach nicht sowas! Ich bin's irgendwie gewohnt, ein Heiler zu sein oder einen dabei zu haben in Form eines Gefährten. Ich muss ein bisschen vorsichtiger werden wieder. Ich bin vom Level her nicht mehr so hoch, wie ich es vielleicht ganz gern wäre. Schauen wir doch mal, ob wir hier durchkommen, ohne unser Leben zu verlieren. Ich weiß, ihr drückt mir die Daumen. Sollte also klappen. Stopp! Ihr dürft diese wertvollen Daten nicht stehlen. Ich flehe euch an. Wäre ich nicht in Gratans Wissenschaftlerschlafsaal eingeschlossen, würde ich euch selbst entgegentreten. Ich kann nur hoffen, dass die Leidenschaft meines Flehens euch überzeugt. Ich bin Lanita Droog, der Forschungsleiter von Lord Gratans Kybernetikabteilung. Die Daten, die ihr stehlt, sind mein Lebenswerk. Ja, ich bin ja wirklich gerührt. Was machst du mittags um 2:45 im Schlafsaal? Mittagsschläfchen? Ihr seid noch einer von Gratans Gefangenen, richtig? Wie kann das euer Lebenswerk sein? Ich bin kein Gefangener. Ich habe mich freiwillig für das Projekt gemeldet, weil nur Gratan über die Ressourcen verfügt, die ich für meine Ziele benötige. Ich bin der Schöpfer von Projekt ARK, Automatisch Regenerierende Kybernetik.
Ich habe mechanische Körperteile erfunden, die wachsen und heilen wie Fleisch und Knochen. Bessere Soldaten zu entwickeln ist eine offensichtliche Einsatzmöglichkeit. Aber mein Traum ist es, diese lebensechten Ersatzgliedmaßen den Kriegsverletzten verfügbar zu machen. Ja, das ist ein netter Traum, aber trotzdem bist du hier erstmal gefangen und Gratan macht mit deiner Forschung, was er will. Was sagt mir denn, dass du das zu, naja, zu dem machen kannst, was du da willst? Ich bin nicht sonderlich berührt. Vergiss es. Ich ziehe das jetzt hier durch. Das sicher. Mich nicht. Versteht ihr nicht? Diese Technologie sollte eingesetzt werden, um zu heilen, nicht um noch mehr Tötungsmaschinen zu erschaffen. Lord Gratan hat meine Forschungsunterlagen verschlüsselt, um eine Duplikation zu verhindern. Aber dieser Datenstift wird alles herunterladen und das Original löschen. Ihr habt dann die einzige Kopie. Bitte stehlt die Daten nicht. Erlaubt mir, die Kranken weiterhin zu heilen. Du heilst bisher keine Kranken. Du erschaffst Tötungsmaschinen für Gratan. Schnall das doch. Man hat mir eine Menge Credits dafür versprochen. Und ich werde sie mir holen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Wissen leben, vereitelt zu haben, dass die Galaxis ein besserer Ort wird. Genießt eure schäbigen Credits. Sagt es mir ruhig ins Gesicht, wenn ihr ein Problem mit mir habt, Wurm. Nein, danke. Ich habe eine Aversion gegen das Sterben. Ich bemitleide euch wirklich. Guten Tag. Das berührt mich ebenfalls nicht im Geringsten. Der lebt in einer Traumwelt, wenn er glaubt, dass er von hier aus irgendwas verändern oder verbessern kann. Nope. Die Riesengruppe ist gerade nicht da. Vielleicht schaffen wir es jetzt und behelligt. Nicht nötig. Oh Mann. Ich finde es langsam nicht mehr lustig. Ich will jedoch nur durchlaufen. Und renne von einer Gruppe in die andere wie so ein Ping-Pong-Ball. Das ist ja. So müsste eine Hauptstraße aussehen. Massenhaft Platz und Ruhe, Frieden, schick. Aber gut, dann sollte ich vielleicht bei Drum und Cast durchs Einkaufszentrum latschen oder so. Und nicht über Lord Gratans Anwesen. Jetzt haben wir es ja fast geschafft. Da sind ja kaum noch Soldaten da, die uns aufhalten können. Und da haben wir die Isma Brengle. Lustiger Name. Ihr seid zurück. Die Kampflaute, die durch die Anlagen halten, waren Musik für meine Ohren. Ich wollte schon tanzen. Richtig, das war die mit dem nicht so spannend. Dachschaden. Habt ihr die Kybernetik-Daten heruntergeladen? Werden wir reich? Naja, das würde ich sagen, liegt an dir. Wehe, das ist nicht mindestens vierstellig. Hängt davon ab. Könnt ihr liefern, was ihr versprochen habt? Oh, ich werde liefern. Ihr werdet sehen. Alles an Ort und Stelle. Ich werde die Daten an meine Kontakte senden, damit sie sie extrahieren und verifizieren können. Es wird Credits regnen, bevor ihr damit rechnet. Ich bin so froh, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt meine Träume wahr werden lassen. Naja, schauen wir mal. Eure Träume, solange sie anhalten. Das habe ich vor. Wir werden bezahlt, sobald meine Kontakte die Daten authentifiziert haben. Das sollte nicht lange dauern. Jupp. Und ich bin dann gespannt, wie viel 60% von diesem Riesenschatz sind. Ich rechne eigentlich damit, übers Ohr gehauen zu werden. Das machen immer wieder alle Leute mit mir. Ich habe hier im Spiel noch nie jemanden erlebt, der tatsächlich zu seinem Wort stand. Von wegen Frachterladung voll Credits. Ja, ja, das waren zum Schluss 60 Credits oder so. Frachterladung, nichts gibt's. Wie auch immer, wir machen uns erstmal auf den Weg hier in die Privatgemächer. Da hat er bestimmt Verständnis für. Wir haben hier schließlich noch was zu tun. Der war gerade vom Weg runter. Schade.
Ja, aber das ist mir ein bisschen zu tief, um darunter zu hopsen. Da kommen wir bestenfalls so gut wie tot an. Schlimmstenfalls sind wir es. Und wir haben schließlich noch was zu tun. Zum einen natürlich hier den Auftrag für Barras erfüllen. Zum anderen einen vorlauten Schüler erledigen, der uns bei Barras Konkurrenz machen will. So, mal ganz kurz gucken. Ja, dann müssen wir auch noch nach oben. Das wäre das gewesen. Wir haben keinen Bonus. Wir sollen nur noch im Flutüberwachungsstation erledigen. Das war ein wenig unglücklich. Na also, die nächste Crit-Kiste. Was haben wir denn hier? Richtig, das ist die Maske von Revan. Das heißt, wenn es schon hier ist, dann schauen wir da gleich nach. Wir haben ja da noch ein bisschen was für die Revanita zu erledigen. Tja, renn halt einfach, Reinhard Stern. Gucken, total überflüssig, wie so mächtig das ist. Wir sind ja praktisch nicht aufzuhalten. Wir hätten Abgrund sein können. Wir könnten jetzt tot sein. Gut zugegeben, das ist arg unwahrscheinlich. Bleibt ihr liegen. Ne? So, das wird jetzt hoffentlich nicht so ein Indiana Jones Ding. Wir nehmen den Schatz vom Sockel und dann werden wir erschlagen von einem fetten Stein oder so. Gut, wir haben schon mal so eine Art Rampe, die Riesentreppe. Haben wir auch einen Sockel? Nein, wir haben Zeitlupe die Treppe hoch. Spannend. Komm, Mädel, mach hin, du bist Sith, du bist richtig fit. Okay, das ist wahrscheinlich die Star Wars-Fassung von einem Sockel. Du neigst jetzt nicht mit der Hand rein. Du beherrschst die Macht, greif sie dir mit der Macht. Das sieht aus wie eine riesige Stanze. Wie groß war der? Hallo? Ja, womit hast du denn gerechnet? Mich wundert eigentlich, dass das so lange gedauert hat. Das Alarmsystem war vielleicht gerade auf Urlaub. Und Sicherheitskräfte, natürlich. Sonst noch was? Nein, nein, nein. Eigene Reliktwerte, die haben wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als das Ding zu bewachen. Dann frage ich mich allerdings, warum die das draußen tun. Wenn das deren Job ist, könnten die auch hier drin sein. Ja, hier oben ist doch reichlich Platz. Ein paar Stühle, ein paar Tische, dann kannst du eine ganze Armee drin lagern. Die können hier Mittag machen. Und ihren Job machen zum Beispiel. Aber das hatten wir schon mal festgestellt. Ein Wachdienst muss nicht unbedingt wach sein, nicht wahr? Genau genommen nehmen wir Gratan hier so ziemlich alles, was ihm vielleicht wichtig ist. Also so ein uraltes Sith-Relikt könnte wichtig sein. Sein Sohn ist wichtig. So sieht er einfach aus. Norden ist das, Süden ist... Ah, richtig. Richtig. Waffenpläne. Die sollten wir ja für den Spaßvogel auf der Brücke organisieren. Das ist ja schon eine kleine Ewigkeit her, dass wir mit dem gesprochen haben. Wir haben gesagt, wenn wir die Gelegenheit haben, dann nehmen wir das mit.
Und daran halten wir uns. Na gut, dass ich nicht einfach durchgerannt bin jetzt. Der hat eine Menge Schüler. Also entweder hat Sparras einfach nicht drauf mit seinen Schülern oder wir kennen einfach kaum welche von ihm. Da ist einer. Ich dachte doch, das waren drei. Der hat sich... Na gut, da wegbewegt. Das ist aber sein gutes Recht. Nur weil er eine Fernkampfwaffe hat, heißt es ja nicht, dass er auf Abstand bleiben muss. Das mit den kleinen Geschützen hatten wir schon, dass die sehr enttäuschend waren. So, Po 12. Oh nein! Oh, eine Katastrophe! Einfach schrecklich! Beruhig dich! Jemand muss mich aufhalten! Was? Jemand muss mich sofort aufhalten! Aber, hä? Ravi nicht. Was geht hier vor? Diese Geschütze! Ich beherrsche über 100 Sprachen und Sprachvarianten und in keiner davon ist die Verbindung von Personen und Feuer positiv. Warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt, diese schrecklichen Dinger zu warten und ihre Baupläne zu hüten? Ich verstehe es nicht. Hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen Sicherungsbolzen, der meinen Handel beschränkt, ich würde diese Geschützpläne auf der Stelle vernichten. Ja, das würden wir mal abwarten. Pläne. Moment, du hast die Pläne zu diesen Dingern? Die Pläne für die Geschütze sind in meinem Speicher. Wenn der Sicherungsbolzen weg wäre, könnte ich sie löschen und verhindern, dass neue Geschütze gebaut würden. Das ist beinahe genauso gut, wie die Geschütze selbst zu deaktivieren. Wenn Sie organisches Leben schätzen, dann entfernen Sie bitte meinen Sicherungsbolzen und lassen Sie mich die Pläne ein für alle Mal zerstören. Dann kommt der Nächste und baut sie neu. Entwickelt sie neu, vielleicht sogar besser. Davon abgesehen, früher oder später brauchen wir vielleicht Waffen gegen die Republik. Ich habe neulich die Druiden gekillt, also ne, verhindert, dass die Druiden zum Imperium laufen. Solche Geschütze könnten längst wichtig oder wertvoll sein. Ich kopiere die Pläne für das Imperium. Wenn Sie darauf bestehen, kann ich nichts tun. Ich bin schließlich nicht für den Kampf programmiert. So sieht's aus. Wenn es nach mir ginge, dürften organische Lebewesen sich gegenseitig nicht solche schrecklichen Dinge antun. Tja, es geht aber nicht nach dir, Edge. Die Entscheidung liegt bei jemand anderem. Nein. Ich bin in keinster Weise auf Krieg oder Gewalt programmiert. Und außerdem ist es gut, dass ich keinen Magen habe. Denn wenn ich zusehe, wie Lord Gratans Testobjekte in Flammen aufgehen, ich möchte gar nicht wissen, was mit meinem Magen passieren würde. Der ist irgendwie falsch programmiert, habe ich das Gefühl. Also für einen Druiden meine ich jetzt. Nicht, dass ich seine grundsätzliche Einstellung nicht irgendwie toll finde, aber ich weiß nicht, als Druide beim Imperium... Er hätte vielleicht besser Druide bei der Republik sein sollen. Vielleicht hat er einfach nur das falsche Betriebssystem drauf. Na, mal schauen. Nächster Halt, Privatgemächer. Wir haben da schließlich ein kleines Gespräch mit dem Sohn von Lord Gratan zu führen. Wollen wir hoffen, dass sein Daddy gerade nicht zu Hause ist, denn ja, mit einem Darth möchte ich mich jetzt noch nicht unbedingt anlegen. Gucken wir mal rein. Mutter, ein Fremdling nähert sich. Sehr scharfsinnig. Ihr habt ja keine Ahnung, Kleiner. Ich bin Selvanta Gratan. Wie könnt ihr es wagen, uneingeladen das Zimmer meines Sohnes zu betreten? Wer seid ihr? Ich bin schlechte Neuigkeiten, könnte man so sagen. Ich bin das Verhängnis. Naja, komm, übertreib nicht so. Dass ihr mich nicht so leicht einschüchtern könnt. Mein Sohn ist zwar noch ein Akolyt, aber ich bin eine Sith. Beelzlet, in Deckung! Nein, Mutter! Ich stehe an deiner Seite! Angriff! Aha, das war... Kurz und sehr direkt. Na los, doch! Das kann ich auch, aber ich habe zwei Lichtschwerter. Ella Bench. Was wäre das? Okay, du bist also eine vollwertige Sith. Dazu möchte ich dir im Namen der gesamten Belegschaft ganz herzlich gratulieren. Hat dir ja viel gebracht, nicht wahr? Genug. Es ist klar, dass wir euch nicht ebenbürtig sind. Wenn wir sterben müssen, sagt mir, was haben wir getan, um den Tod zu verdienen? Brumm.
Eine gute Frage. Frag das meinen Chef. Es ist nichts Persönliches. Wenn nicht, dann gibt es vielleicht noch eine andere Option. Ihr habt euch in das Allerheiligste der Festung eines mächtigen Sith-Lords durchgekämpft. Ihr seid einen Atemzug vom wahren Meister entfernt. Verschont uns und ich helfe euch stattdessen, Lord Gratan zu vernichten. Nee, Pech gehabt. Denn Barras sagte ausdrücklich, Gratan darf nichts passieren, der ist noch wichtig. Der muss weiter den Rat des Sith beschäftigen. Aber ich habe so ein Gefühl. Ihr stinkt nach Verzweiflung. Ja, das tue ich wohl. Ich habe Lord Gratan der Macht wegen geheiratet. Er war ein Mittel zum Zweck und nun hat er ausgedient. Ich bin stark, aber an meinen Ehemann reiche ich nicht heran. Wie lange habe ich schon darauf gewartet, dass jemand seine Tyrannei beendet? Okay, wenn er also so viel stärker ist als du und hier meinen Auftrag jetzt schon erledigen könnte, warum genau soll ich mir denn den Starken, ne, ans Bein binden? Ich kann ihn aber nicht töten. Barras hat's verboten. Gratan muss am Leben bleiben. Das soll er auch. Hört mich an. Ein verschlagener Plan nimmt Form an. Vor langer Zeit wurde mein Ehemann fast enthauptet. Nun kann er ohne seine Helmmaske nicht überleben. Jeder weiß das. Tötet Lord Gratan. Mein Sohn wird die Maske tragen und seinen Platz einnehmen. Er wird öffentlich um seinen ermordeten Sohn trauern. Niemand wird etwas merken. Genau. Und dein tollpatschiger, dusseliger Sohn macht irgendeinen Fehler. Barras findet's raus und dann reißt er mir den Hintern auf. Ich verhandle nicht. Der Junge stirbt. Beelzebub, lauf! Nein, Mutter! Wenn ich sterben muss, sterbe ich an deiner Seite! Ups. Naja, hat ja beim ersten Mal schon nicht so gut geklappt. Aber das an die Wand schleudern war vielleicht ein wenig unnötig. Wir sollten eigentlich nur den Sohn erledigen. Jetzt gab's die Ehefrau noch oben drauf, sozusagen als Bonus. Bestellst du einen, kriegst du zwei. Eieiei. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns gleich mal auf dem Weg hier raus, weil wenn die Wachposten das spitz kriegen, was wir hier veranstalten, ich glaube, dann sind die noch schlechter auf uns zu sprechen. Wir haben ja im Prinzip schon alles erledigt. Aber wisst ihr was? Die Folge dauert jetzt schon wieder lang genug. Das heißt, in der nächsten Episode, morgen dann, schauen wir mal zu unserem anderen Schülerkollegen. Wir haben schließlich seinen Auftrag erfüllt und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wer dann der Nächste auf meiner Liste ist. Einer, der so herablassend mit mir umgeht, hat es irgendwie nicht anders verdient. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, also morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.